Okay, da bin ich doch schon. Und jetzt geht es darum, den See endlich hoffentlich komplett reinigen zu können. Bad des Kriegers. Okay, das sieht alles hier sehr gefährlich aus. Ah, bitte die Sterne. Danach müssen wir das Ganze hier richten, um uns wieder nach draußen zu fördern. Oh, okay, schade, wir sind jetzt ganz woanders. Ich dachte eigentlich, dass man hier so eine Bootsfahrt mäßig machen kann, aber teleportieren ist natürlich jetzt auch cool. Ah, ich wollte sie gerade schon aufmachen. Schade. Na, dann muss ich wohl doch fighten. da ist jetzt auch die Frage. Ah, nee, wir müssen gar nicht raus. Für was denn? So, war doch gar nicht so schwer. Und dann tun wir schon mal den ersten Ort hier befreien. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich als nächstes hin? Da oben durch das Portal oder unten? Das ist halt jetzt das Ding, ne? Okay, Leute, jetzt habe ich es endgültig verstanden. Man startet hier bei der Blume. Geht hier hindurch, wirft dann die erste Bombe. Geht weiter hindurch, wirft die zweite Bombe. Geht nochmal hindurch. Und dann kommt's tatsächlich. Man muss eine dritte werfen. Und dann, wenn man nochmal herkommt, durchportet, dann ist man wieder bei der Blume. Und kann sich dann dementsprechend, wenn man die Sprünge nicht verkackt, langsam nach oben arbeiten. Ja, und diese Plattform hier habe ich vermisst gehabt. So. Und dann hat man dieses Abteil hier auch mal gar nicht so schwierig abgeschlossen. Alright. Auch wieder diese Fights hier sind, naja, sehr einfach. Ich nenne es mal so. Ah, okay. Aber dafür die Rätsel gefallen mir gerade wirklich gut, muss ich sagen. Hat also schon mal was damit zu tun. Das ist ja schon mal cool. Gut zu wissen. Weil diesmal ist es nicht so easy, dass da einfach die Sterne drüber sind. Ah, jetzt muss man sich das merken. Okay. Hier hat man also die 3. Also die 3 ist das zweite. Das ist jetzt sehr kompliziert, verwirrend, aber naja, die 3 ist die 2. Ah, die 1. 1 und danach 3. Und jetzt fehlt mir ja eigentlich nur noch 1 und das war, glaube ich, hier drin. 1, 3, das sind 2, ja, heißt. Dementsprechend muss es so, 3 und 4. Tatsächlich. Alright, dann nix wie weiter da. Jetzt bin ich. Oh, das bietet sich jetzt gut an, dass wir hier sind, denn hier ist in der Nähe irgendwo die letzte Geisterpost. Ich bin gespannt, ob ich sie finden werde. Und nun muss ich erstmal mich hier wieder entlang hangeln. Hat es vielleicht schon gleich was damit zu tun? Mal schauen. Ah, okay, nee, das kommt gleich noch. Beziehungsweise es kommt jetzt schon. Die Sache ist, schaffe ich es jetzt noch? Ist so die andere Frage. Deswegen warte ich lieber mal ab. Ich hoffe, da gibt es wieder einen Rückweg, weil ich habe das Gefühl, sonst verpasse ich das gerade. Aber naja, wie gesagt, ich kann sie ja dann immer noch nachholen, weg mit euch. So, oh Gott, ey. Diese Viecher sind so gemein. Ah, und jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Schaut, Leute, man muss ihn erstmal in diese Welt holen und dann, naja, dann eigentlich nur noch einen so einen Pfeil. Und das war es dann schon recht, könnte man sagen. Ja. Super simpel und dafür werde ich hierhin transportiert, okay. Jetzt die Frage. Ich glaube, bei der anderen Sache war einfach nichts. Ah ja, und guck mal. Das ist ja mehr als einfach. Oh, hier ist eine Erinnerung. Ja, cool. Aha. Gleich kommen wir dazu. Kurz mal das hier holen. Nämlich die letzte Geisterpost. Und dann noch die zweite von 3 Erinnerungen. Ich bin ja froh. Anscheinend pro Gebiet gibt es jetzt auch eine Erinnerung. Ich hoffe, dass es so ist. Ja, dann passt es bis jetzt so, wie wir es gemacht haben. Alright. Damit haben wir schon 2 von 3 Erinnerungen geknackt. Das ist doch super. Und das tatsächlich mal wieder blind. Das freut mich ja immer umso mehr. Aber ich achte jetzt seit dem letzten Mal auch auf sowas. Samurai oder wie? Ja, tatsächlich. Gut, und dann geht's auch schon weiter. Wir kommen ja ganz gut voran. Ach, guck mal, die eine Geisterlieferung ist tatsächlich dann gleich dort und die andere noch hier. Wir haben damit, wie ich gerade schon gesagt habe, alle Geisterposten erledigt. Okay, und das war tatsächlich Bonus, wo ich gerade war. Ja, Gott sei Dank, dann bin ich ja den richtigen Weg gelaufen.
halt immer so gemein, wenn das zwei Wege gibt und du weißt jetzt nicht, okay, ist der eine jetzt Bonus oder ist der andere Bonus? Beziehungsweise ist der eine jetzt da Story oder der andere? Aber nun gut, dann passt es ja so, wie wir es gemacht haben. Oh oh. Das war dumm. Das war mega dumm. Oh, warum leben wir? Warum? Kann man hier stehen? Naja, vielleicht kann ich mich noch retten. Nope. Okay. I see. Ja gut, dann muss ich mich wohl umbringen. Wehe, ich spawn jetzt hier. Bitte nicht. Dankeschön, Spiel. Okay, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Na dann, auf geht's. Mal schauen, ob wir das zeitlich so hinbekommen. Beziehungsweise raffen ist ja eher die Sache. So, dadurch musste ich... Okay, dann muss ich hier rüber. Dann muss ich dadurch... Ah, und dann mich hier festhalten, vermute ich mal. Ah, aber das war's noch nicht. Weiter und dadurch. Okay, wir sind irgendwie durchgekommen. Ah, und da sind wir auch schon jetzt komplett da. Oh, oh. Das schaut nach einem Boss aus, wo man sich ein bisschen auch verstecken sollte. Na, da bin ich doch mal gespannt. Wir müssen ihn anscheinend anlocken. Die Rods sind schon mega stark. Ja, da kommt er doch. Na gut, da bin ich doch mal gespannt, was wer hier jetzt auf uns warten wird. Aha, mal schauen. Ich dachte gerade, was sind das für Riesenbeine? Aber es war eigentlich auch nur die Treppe. Okay, ein Samurai, was zum Teufel? Der Krieger wird ja auch genannt. Ja gut, wir haben uns erwischt, aber auch ihn halt, ne? Das ist das Positive. Gut, wir warten mal kurz und dann passt das jetzt. Na dann. Drauf da. Immer schön drauf da, Kena, wie wir das so gut können. So. Okay, er greift gerade gar nicht an. Oh ja, ja, sicher. Okay, zum Thema, man kann sich verstecken. Anscheinend kann man das nicht. Ah, aber guck mal, wir haben den Hut abgeschlagen. Da sieht man jetzt auch die Maske, die man vorher schon gesehen hat. Nee, nee, nee. Brauchst du gar nicht meinen. Dass du hier irgendwas ausrichten kannst, Krieger. Bye, bye. So, okay, wir haben ihn gerade sehr in die Ecke gedrängt irgendwie. Okay, okay. Naja, so, hier soll ich mal blocken. Komisch, dass das hier bis jetzt noch gar nicht im, keine Ahnung, so zum Ding stand. Ich weiß nicht, irgendwie macht er auch gar nichts. Hallo? Krieger? Ich würde ja gern sehen, was er für Angriffe drauf hat, aber naja, wenn er nichts macht. Boah, wie viel das jetzt aushält. Krass. Das war alles gerade das Schild. Oh, okay. Okay. Gut, jetzt reicht es noch. Dann jetzt zeige ich dir mal, was ich kann. Und ja, das war's. Ja, Krieger. Vielen Dank, das nehme ich doch sehr gerne. Das zweite Relikt. Toshis Liebe. Und wir erhalten das Dorfwappen, alles klar. Ich vermute mal, auch hier wird es wieder, achso, Detektier, den Meditierkreis geben. Alright, 75 Rods, okay, es würden tatsächlich, ich glaube, es gibt tatsächlich insgesamt nur 100. Aber wie gesagt, die werde ich mir jetzt nicht antun. Guten Tag. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. Okay. As our village struggled. Das ist schade. Aber nun gut. Ja, auch diesen Fight haben wir doch sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ich möchte nochmal kurz hier hoch zur Glocke gehen. Können wir sie nochmal läuten? Ja, tatsächlich. Cool. Boah, wie mächtig die auch ausschaut, ne? Richtig krass. Und auch diese Umgebung, warum auch immer nicht hier der Meditierkreis ist. Ich finde es ja hier persönlich viel schöner, aber... Nun gut, Kena sucht sich ja die Stellen aus.
Und jetzt fehlt nur noch ein weiteres Relikt vom letzten Geist. So, ich habe gerade auf der Karte ein bisschen nachgeguckt und tatsächlich haben wir zufälligerweise auch alle verfluchten Truhen gefunden in diesem Spiel. Das war ja nicht geplant, aber nun ja, wir haben's. So, und nun geben wir erstmal eine weitere Geisterpost ab. Beziehungsweise die vorletzte. Wie gesagt, ich mag auch, dass hier ein bisschen Leben eingehaucht wird und das Dorf nicht weiterhin, ja, einfach befallen ist, ne? Ist ja logisch irgendwie. Und dafür müssen wir uns hier ein bisschen vorangangeln. Ich finde auch immer diese Abbildungen, die zeigen immer, was man machen muss. Zum Beispiel hier muss Keda hängen, auch ein bisschen rumspringen. Gut, das wird jetzt nicht so deutlich gezeigt, aber trotzdem echt cool, finde ich. Dann ist da noch eine Truhe oder sonst was. Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Erstmal müssen wir es natürlich befreien. Eine Person lebt in diesem Riesenhaus, okay. Davor immer so ganze Familien gefühlt in ein Viertel gefühlt von der Hausgröße. Aber ich freue mich natürlich, auch dieser Geist kann jetzt Frieden nehmen. Und nun fehlt ja nur noch einer, beziehungsweise eine Familie, bis wir alle haben. Aber erstmal Belohnungen. Ah ja. Also wie gesagt, wir haben anscheinend auch schon alle verfluchten Truhen. Oh. Und Rod schaut es auch immer besser aus, aber wie gesagt, Hüte und Rods bringen halt jetzt eigentlich keine Vorteile mehr, außer dass man halt alle hat. Ich meine, wir haben schon so viele. Schaut mal, sie sind hier einfach überall, egal wo man hinschaut. Wir werden nie wieder die Rods, ohne Rods leben. Ich frage mich auch, ob das nicht manchmal, oh mein Gott, was ist das für ein cuter Hut, nervig sein wird für Kena, keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn Frieden ist, dann sollte das geringste Problem sein. Na gut, jetzt zur letzten Geisterpost. So, da ist sie auch schon. Ah, das ist jetzt wieder ein sehr, sehr einfaches, wie man sehen kann. Einfach nur die Blume entfernen. Okay, das freut mich doch. Dann kommen wir damit auch schnell weiter, schnell durch. So, entfernen wir das doch gleich mal. Der letzte Halt. Damit ist nämlich mit dieser kleinen Blume ist das Dorf vorerst zumindest komplett frei von diesem ekelhaften roten Zeugs. Ah, und da sehe ich schon einen weiteren Rod. Kriegen wir da zusätzlich noch oben drauf. Also ja, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich finde, gehören dazu. So, wenn die Rods das bewegen, können wir ja kurz mal so machen. Dann sammeln wir diesen hier ein. Ich denke mal, 80 werden wir sogar bekommen. Toshis. Meine Güte, Maske. Bekommen wir damit. Und damit haben wir wirklich jede Geisterpost, jede verfluchte Truhe, alle Upgrades und bald auch alle Erinnerungen. Da fehlt ja nur noch eine. Dann fehlen eigentlich nur Hüte und Rods. Aber naja, wie gesagt, ist okay, wenn wir die nicht sammeln, denke ich mal. So, in diesem Teil der Stadt waren wir ja eh noch gar nicht. Und da ist es doch gut, dass wir jetzt da sind, damit wir hier gleich mal noch was befreien. Ah, ich will mal das hier probieren. Moment. Da, geiles Dampfattacke. Können wir auch gleich nochmal machen. Naja, oder auch nicht. Wenn Kena Nein sagt, dann ist es auch okay für mich. Komm, spawnen hier die Gegner nicht. Hallo. So, stirb. Ah, bei dir brauche ich ja nichts zum One-Shotten. Bei dir schon. Und bei dir, so, fast auch mehr als ein Schuss. Sehr cool. Anscheinend sind hier noch. Ja, hier sind noch Gegner. Achso. Sogar so einer ist hier. Oh. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Naja, dann Kena, hau mal schön drauf, ne? Ich meine, mit einem Pfeil sollte er danach eh tot sein. Spätestens dann. Was soll denn das hier mit Damage machen? Das fällt dir ein. Oh, schön ins Gesicht. 490 Karma schon wieder. Krass, wie schnell das geht. So. Achso. Das hat mit einem Rod zu tun? Ah. Alright. Ja. So ziemlich einer der einfachsten gefühlt. Hä? Kann ich hier gerade drei Rods sammeln oder wie ist das? Achso, ich dachte mir gerade. Ja, ich glaube, das ist wieder so eine Übung mit drei Aufgaben in Folge zum Gewinnen. Aber vielleicht kriege ich da noch drei Rods. Das wäre sehr gut. Ich spare gerade auf die 5 Pfeile. So, jetzt soll es schon passen. Na dann, sind es jetzt immer 3? Nee. Na gut, dann. Mal schauen, was sich überhaupt verändert. Wow, mehr bewegen. Nee. Ah, immer weiter auseinander. Ja, gut.
Aber mit Controller-Aiming kann man es eigentlich kaum schneller machen. So. Habe ich es jetzt? Eine nur. Okay, wie viele Aufgaben gibt es denn hier, wenn hier immer noch so viele sind? Oder gehen die Schmetterlinge jetzt weg? Ich glaube, das war's, oder? Nee, oder? Ah, doch, das war ja die erste Phase, oder nicht? Ja. Okay, die Schmetterlinge sind jetzt auch weg, dann belasse ich es mal dabei. Fahren auch hier die ganzen Dinger runter, warum denn nicht? Also, keine Ahnung, die Räder verstehe ich nicht so ganz. Ja, sicher war das kein Treffer. Man kann halt ein bisschen Geld machen, aber naja, mehr passiert hier halt auch nicht. Deswegen, hm. Aber nun gut, vielleicht hilft es ja den Einwohnern. So, langsam letzte Eisenbahn. Ich habe das gerade aus dem Dorf rausgeholt. Ja, hat anscheinend gepasst. Und damit haben wir hier einen weiteren Blumenschrein. Und hier geht's auch gleich rein. Pfad des Jägers. Ah, okay. Das heißt, wir werden hier wohl den Jäger dementsprechend antreffen. Okay, das kommt mir hier schon sehr bekannt vor, alles. Aus dem ersten Gebiet. Habe ich gerade auch schon was gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob das eine Person ist. Das werden wir, denke ich, mal noch rausfinden. Aber ja. Sieht ebenfalls sehr interessant aus. Bis jetzt ist das hier bei dem Wasser mein Favorite. Okay. Wir machen mal lieber so, das geht schneller. Weg da. Oh, joi. Ja, das war wirklich zu knapp gerade. Ehrlich mal. Was soll denn das jetzt hier? Was willst du? Hm? Hast du irgendwas gesagt? Nein? So, das ist halt so krass. Dieser Angriff macht so viel Schaden, ne? Hey, Freunde. Dieser, wenn ich das hier, so. Der, wenn man damit trifft, der macht einfach so krass viel Schaden. Ach, guck mal, ich komme auch gar nicht mehr zurück. Weil wir auch anscheinend neue Gegner haben, habe ich ja gar nicht bemerkt, dass ihr auch noch da seid. Hallöchen. Krass, dass ich jetzt auch schon wieder 600 Punkte habe, aber ich kann es euch gleich auch nochmal zeigen. Man kann wirklich nichts mehr damit machen. So, Upgrades. Ich kann nichts mehr verstärken oder sonst was. Ihr merkt schon, passiert einfach leider gar nichts. Schade eigentlich, dass man sich nicht mal so leicht verstärken kann. Zum Beispiel so Schildlevel jetzt noch oder keine Ahnung, irgendwas halt, ne? Wäre echt cool, aber ja. Dann ab durch ein neues Tor. So, oh mein Gott, was ist das? Ich schätze mal, da sollte man nicht reintreten. Oder in diesen Laser halt. Schaut zumindest jetzt nicht so gesund aus. Deswegen denke ich mal lieber drüber. Ja. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die man machen kann. Also weiterhin. Zack. Wird das... Oh, was habe ich getan? Okay, und wie komme ich hier raus? Das ist ja gemein. Ist das der Jäger, oder? Mit seinen Fallen. Ich schätze schon. Ah, achso, okay. Ich komme tatsächlich wieder raus. Alright. Aber ja, sehr interessantes Konzept auch wieder. Ach, guck mal, das kann man komplett zerstören, wenn man durchsprintet einfach. Okay. So, hier ist eine Blume zu. Nee, eigentlich muss man einfach wieder diese Teile hier abschießen. Hätte ich mal wieder überhaupt nicht gesehen. Auf Zeit sogar wieder, okay. Aber das war's, glaube ich, schon. Ja, okay. Naja, ist ja auch eigentlich ganz leicht zu übersehen. So. Und nun, ah ja, kommen die Gegner, die ich schon länger haben wollte. Moment, das war's doch nicht schon. Ja, dachte ich mir gerade schon, das wäre belastend, wenn es das schon wäre. Na gut, das zu zerstören hat, by the way, überhaupt nichts gebracht, aber naja. So. Ach komm, ich mach's nochmal. Okay, der Angriff hat leider nicht nochmal funktioniert, aber jetzt, weißt du was, machen wir so. Und bei dir normalen Fall. Ich liebe ja. Ah, verdammt. Sagte er und trifft mich mal. Aber ich liebe diese Schwachstellen. Die gefallen mir ja wirklich richtig gut. Bye, bye. Und ich liebe den Pfeil, wie man vielleicht merkt. Aber hier komme ich jetzt durch, seit dieses Mock, den ich gerade entfernt habe, weg ist. So eine Truhe. Warum nicht? Ah ja. Tatsächlich. Ich dachte mir doch, dass ich das bestimmt brauchen kann. Weil hier ist dementsprechend so ein kleiner. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Rein, genau. Damit habe ich tatsächlich 7 von 8 im Dorf. Krass, also das könnte tatsächlich auch nochmal was werden. Und ich glaube, jetzt soll man zum ersten Mal, weil ich habe gerade den Sprung nicht geschafft, tatsächlich so machen. Ja, weil anders kommt man gar nicht rüber. Und ich denke, dass wir nun auch schon angekommen sind. Beim Jäger-Hauptquartier.
Hauptquartier, wenn man das so nennen kann. Ah, okay, aber erstmal muss ich wieder abschießen. Mhm. Das habe ich jetzt gleich gesehen, weil hier waren extrem viele. Oh, bitte kann ich das von hier treffen. Serious? Ja, danke schön. Ah, mein Gott, verzieh doch nicht so, Controller, Hilfe. Bitte. Sehr gut. Gerade nochmal hinbekommen. Dann noch hier, das habe ich ja schon länger gesehen. Oh, es geht immer noch weiter. Jetzt aber. Oh, achso, und das ist schon das Ding. Beziehungsweise, nein, ich muss ja durch die Maske schauen, oder nicht? War das doch. Ja, okay. Dann können wir uns hier nochmal... Obwohl, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns umschauen. Nach dem Fight gegen den Jäger. Ich mag das mit den Fallen hier zwar. Es passt natürlich zu einem Jäger, aber ich glaube... Jetzt müssen wir uns noch den Fight anschauen, dass ich den Krieger am witzigsten fand. Mal schauen. Schauen wir jetzt erstmal, wie er sich so fightet. Er ist anscheinend sehr schnell. Und kann fliegen. Boah, das ist echt so krass inszeniert. Crazy. Hallo du. Ich habe auch Pfeil und Bogen, falls du es noch nicht wusstest. Und deswegen würde ich sagen, nee, keine Bombe. Wo ist er denn jetzt? Ja, wo fliegst du denn rum? Ich kann auch schießen, ne? Nur mal so. Oh ja, so ist sogar ein guter Schuss. Aha. Das war ein guter Angriff. Das war ein schlechter Angriff, weil ich eigentlich eine Bombe werfen wollte, aber ich bin halt manchmal zu blöd. Muss ich den... Ich dachte gerade schon, als ob ich den nur einmal treffen musste. Jawohl, geiler Angriff. Habe ich auch noch nie geschafft gefühlt. So. Okay, alles klar, du. Aber ich muss sagen, die greifen irgendwie sehr wenig an. Keine Ahnung. So, da bin ich jetzt gut ausgewichen, würde ich sagen. Ah, verdammt. Da ist der schneller als ich. Jawohl, jetzt kann ich doch. Moment, ich will eine... Na, wieder verkackt. Ich wollte eine Rod-Bombe eigentlich. Aber nun gut. Jäger, komm her. Ah ja, er ist auf jeden Fall, ich würde sagen, am schwersten, weil er halt eben so viel in der Luft ist. Und dann kann man ihn kaum treffen. Aber gut, wenn man diese Kombi macht, dann geht das eigentlich. Hö. Ich dachte gerade, ist er zum Rod geworden, oder? Wie? Hilfe. Hilfe! Ach so. Was soll denn das? Ja, was du kannst, wie gesagt, kann ich auch. Und ich denke mal, wir beenden das lieber. Bevor hier noch ein Missgeschick passiert. Tja, Jäger. Hättest du wohl nicht gedacht, dass ich sowas drauf habe, oder? Ein Holzstück? Schießt. Reue. Wird erstmal gefeiert mit diesem Relikt der Harpune, ach so. Und drei weiteren Rods zu sammeln. Anscheinend. Ja? Nein? Doch. 81 und natürlich ein weiteres Mal können wir unser Leben erweitern. Also ja, ich glaube, wir haben tatsächlich damit alle Meditierkreise gefunden, weil ich glaube kaum, dass die Lebensleiste noch so viel länger sein werden kann. Und auch hier wieder im Dorf fehlt uns jetzt eigentlich fast nur noch ein Einschrein, ne? Ja, krass. Und sonst haben wir eigentlich auch wieder Hüte, Blumenschrein. Bei Blumenschrein kriegt man ja eigentlich nichts außer Geld. Und eben Hüte und Rods auch immer so ein bisschen halt immer ein paar verteilt. Oh wow, hier waren wir ja sehr ungründlich beim Taros Baum. Ja gut. Aber ist jetzt auch wurscht. Hallöchen. These statues were here long before our village. Okay. Teachings of an ancient. Ey, der ist so geil. Der mit dem Einhorn. Future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until. Na, okay. Nachdem es zu spät war. Das klingt ja jetzt alles nicht so toll.
Ach, jetzt müssen wir da hoch auf den Berg, wo wir wahrscheinlich dann das Finale antreffen werden. Also so davon gehe ich aus. Wir gehen jetzt nochmal zum Dorf und werden, nee, nicht zum Punkt, das wäre ein Fehler. Befreie Toshi, ja, tatsächlich. Und Toshi ist ja der Typ anscheinend, der von Anfang an der Bösewicht war, wie mir das scheint. Da ist der Berg. Da geht es dann, wie gesagt, in der nächsten Folge hin. Jetzt schauen wir uns nochmal alle Hüte an, würde ich sagen. Ich meine, klar, wir haben nicht alle, aber wir haben bestimmt die witzigsten, würde ich sagen. Ja, wir haben noch viele Rods, die noch nichts haben. Dann können sie sich nochmal freuen. Wir können vielleicht auch noch ein bisschen teurere kaufen. Pfannkuchen sind ja auch mega cute. Ein Hirsch. Ach, komm, nochmal Taro. Dann Katzen. Ich will Katzenarmee haben. Oh, okay, mehr als 5 geht gar nicht. Dann noch die Fuchsarmee vollständig. Ah ja, klar, einen Hasen haben wir noch gar nicht. Samurai. Ah ja, guck mal, da kommen jetzt die ganzen Sachen, die ich noch gar nicht habe. Der Ochs ist ausverkauft, das heißt, ich kann ihn tatsächlich gar nicht mehr kaufen. Hannas Maske, Adiras, Toshis Maske, die ist neu. Ha. Kann ich doch nochmal das ausgucken. Ah ja, klar, Maske der Geschwister. Sollte es nicht mehr als S2 geben. Dann hoffe ich mal, ich habe genügend. Der Jäger, der Maskenmacher und natürlich der Krieger. Ich muss sagen, der Krieger war am coolsten, der Maskenmacher am epischsten. Aber das Kriegergebiet hat mir auch richtig gut gefallen. Einhorn, leider ausverkauft. Schade. Ja, und hier seht ihr halt noch die Hüte. Zwei etwas teurere sollten anscheinend noch kommen. Jetzt gucken wir mal. Haben alle. Zwei Hüte fehlen. Okay. Na dann. Das ist ja so cool. Dude. Dann schauen wir doch mal, was wir noch haben wollen. Pilz ist eigentlich witzig. Schaut so aus, als wären das Zähne vom Pilz. Deswegen nehme ich die jetzt auch nochmal mit. Und dann vielleicht etwas, was nicht so ganz natürlich ist. Oh. Ah, okay, der ist kleiner als auf dem Bild. Auf dem Bild schaut das so riesig aus. Ist es ja leider in Wahrheit gar nicht. Fuchs. Also wir haben jetzt so ein bisschen eine. Aha. Einfach nur eine Maske. Okay. Und schauen wir mal, ob wir von den Besonderen alle ausverkauft haben. Ja. Alright. Ja, dann kaufen wir uns vielleicht. Weiß ich nicht. Ah, die Masken sind schon witzig. Was wird da jetzt ersetzt, ist die Frage, ne? Wenn ich jetzt noch. Ach so, da sieht man es ja. Alle ausgerüstet. Aha. Gerade habe ich doch irgendwas nicht gesehen. Doch, passt alles. Ja. 2 von 5. Ah ja, okay. Aber ist ja auch wurscht, wir haben ja nicht mehr gekauft. Ah ja. Na dann möchte ich doch nochmal alle sehen. Ah. Ja, krass, die Kriegermaske. Nee, was ist es? Die Jägermaske, die sticht ja voll hinaus, finde ich. Ja, dann sehe ich jetzt gerade gar nicht. Aber klar, hier stehen. Doch, doch, da ist noch eine. Da ist die vom Maskenmacher. Da, wo ich gerade hinschaue, so ungefähr. Ich hoffe, ihr seht es. Okay. Damit haben wir, denke ich mal, ganz, ganz viel gesehen in diesem Spiel. Fazit kommt dann natürlich nach dem Finale. Ich freue mich jetzt drauf, Toshi doch noch zu befreien. Insgesamt haben wir, ich denke zumindest, 19 Rods nicht und ja, ein paar Hüte. Aber hier sieht man es, wir haben hier alles. Zeige ich euch einfach nochmal alle Upgrades. Ah, Moment mal. Eine Sache müssen wir noch nachholen, und zwar Toshis letzte Erinnerung, die ich jetzt leider doch übersehen habe. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber sonst haben wir jetzt schon alles erlebt. Ach, guckt mal, wenn man das jetzt geschafft hat, dann sind einfach die Tore weg und ja, man kann hier einfach so rumlaufen. Das ist auch interessant, muss ich sagen. Aber das mit der Geisterwelt hat mir jetzt nochmal richtig gut gefallen, muss ich sagen, hier am Schluss. Und bei der letzten Erinnerung war ich einmal wieder zu blöd. Blind nicht, sondern wirklich zu blöd, denn ja, es hat wirklich was mit dieser Wandmalerei zu tun. Aha. Oh, perfekt aus der Mitte raus. So, und zwar hier kann man die anfangen. Also ja, ich habe mir nämlich schon vorher gedacht, warum ist hier nichts? Warum geht das nicht nach oben und so? Aber ja, tut es ja jetzt doch anscheinend, ne? Gut, aber ich finde, wie gesagt, ein paar Sachen gehören dann schon noch dazu, auch wenn wir nicht die 100% spielen. Ah, dass wir uns das einfach anschauen. Und guck mal, hier ist das Wasser auch komplett gereinigt, sehe ich gerade. Gut, aber nun zur letzten Erinnerung. Zur letzten Sache vor dem Finale. Ah, okay, dass die beiden was zu tun haben miteinander. Er hat so eine Wut in sich, ne? Ich hoffe, wir können ihn besänftigen. Er hat einen starken Willen und damit ist auch seine
seine, weiß ich nicht, wie man das nennt. Oh, wie sie tanzen. Oh. Ist das, denke ich mal, wird das auch ziemlich stark, wenn wir gegen ihn kämpfen werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einer Bewertung. Und dann sehen wir uns im Finale von Kena Bridge of Spirits wieder. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.